Stell dir vor, du hättest bei einem Preisausschreiben gewonnen und der Gewinn ist wirklich fett. Du bekommst pro Tag 86.400 Cent. 86.400 Cent, das sind 864 Euro. Jeden Tag neu. Jeden Tag. Das entspricht einem Stundensatz von 36 Euro an 24 Stunden. Das würde einem Monatseinkommen entsprechen von 25.920 Euro. Das ist wirklich gut. Oder einem Jahreseinkommen von 315.360 Euro. Jeden Tag 864 Euro, die du nutzen kannst. Jetzt gibt es allerdings bei diesem Gewinn zwei Regeln. Regel Nummer 1 ist, du musst das Geld jeden Tag ausgeben. Du kannst es nicht ansparen, du kannst es nicht ansammeln, du kannst es nicht aufbewahren. Was am Tag nicht genutzt ist, verfällt. Es verfällt unwiederbringlich, es ist weg. Regel Nummer 2 ist, die Bank kann jeden Moment das Spiel beenden. Sie kann sagen, jetzt ist Schluss. Du hast keine Gewähr, nicht die geringste, wie lange du diesen Gewinn nutzen kannst, wie lange du dieses Spiel partizipieren kannst davon. Was würdest du tun? Wofür würdest du diese 864 Euro einsetzen, jeden Tag? Wofür würdest du sie nutzen? Sinnlos verprassen, irgendwas kaufen, Hauptsache das Geld ausgeben? Würdest du es für andere Leute investieren? Würdest du es für das Reich Gottes investieren? Weißt du, das Ganze ist natürlich nur ein Bild. Wir haben, jeder Mensch, 86.400 Sekunden an jedem Tag. Jeden Tag neu. 86.400 Sekunden. Gott schenkt sie uns jeden Tag neu. Das entspricht im Geldwert diesen 864 Euro. Wofür investierst du deine Sekunden? Wofür investierst du deine Zeit? Wofür gibst du deine Zeit aus? Sinnlose Unterhaltung, Spaß und Fun für andere Menschen, für das Reich Gottes. Weißt du, die Zeit kann nicht zurückgebracht werden, sie verfällt. Was gestern war, ist gestern. Unwiederbringlich gelaufen. Alles, was wir tun, ist endgültig. Und das Zweite ist, das Spiel kann jederzeit zu Ende sein. Du weißt nicht, wie lange du über das kostbare Geschenk von Zeit verfügen kannst und wann einfach Schluss ist. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wie wertvoll und kostbar die Zeit ist, die Gott dir gegeben hat. Viel wertvoller als die 864 Euro, wenn du die am Tag bekommen würdest. Viel wertvoller. Unwiederbringliche, kostbare Zeit. Für was investierst du sie? Ich möchte dich einladen, sie wirklich sinnvoll zu nutzen. Gottes Wort sagt uns, wir sollen die Zeit auskaufen, wir sollen sie nutzen, wir sollen weise sein, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und ich lade dich ein, dass du darüber reflektierst, wofür nutzt du deine Zeit? Nutze sie, um das Reich Gottes zu bauen, um etwas zu tun, was wirklich Ewigkeitswert hat. Du weißt nicht, wie lange du über die Gabe der Zeit, die Gott dir gibt, verfügen kannst. Das Spiel kann jeden Moment zu Ende sein. Sei weise und nutze diese kostbare Zeit für etwas, was wirklich Bestand hat. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.